Da-da-da-da-da. Guten Morgen. Good morning, Joyce. Rachel. I mean Max. Oh, you startled me. But you fit those clothes well. Thank God you're not a Hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Pancakes, Eier und Bacon. Natürlich Pancakes, ganz klar. Some of your famous pancakes. I thought you would have missed those. Ah, you ate more than William. And he loved them. I remember. We would race each other to Pancake-Stapel. So this time, you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Yeah, eine Quest. Besorg Eier und Milch. Hier sind Eier, praktischerweise im Einkaufskorb. The eggs always come first, as Joyce used to say. Cornflakes. Wowza. Chloe still eats the same cereal. Kühlschrank. Kann man den da aufmachen? They still have the same refrigerator. Da ist Milch. Yeah. Natürlich im großen Kanister. Was ist das? Flasche, Zeitung, den man der Party feiert. Tja, ich weiß schon wer. Oh, Anrufbeantworter. Anhören, natürlich. Oh, oh. So klar. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Hä? Hat die das jetzt gehört? Wir gehen mal zurück. Ich glaube, die hat es gehört. So. Entfernen. Message deleted. Goodbye, message. I think Chloe has earned a break from all this bullshit. Genau. So. Es ist nie passiert. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in LA. I'd love to think that too, Joyce. But we are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Wherever she is. Ich weiß nicht genau, ob sie in Hollywood ist. Ich glaube eher nicht. Die ist irgendwo wahrscheinlich gefangen oder so. War Rachel sauer auf Chloe? Rachel in Schwierigkeiten? Wir fragen das mal. Much less say it out loud, but I think Rachel is in serious trouble. I know. I watch those awful true crime shows, and it makes me ill if I think about Rachel ending up on one. So I don't think too much. I see why Chloe is so obsessed with finding her. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Na klar ist sie das. Maybe. Rachel was so much cooler than me. Oh, you think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past 5 years? Doubt it. Did she really? 5 years ago feels like 1,000 now. And that makes me what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila. A breakfast fit for us queens and a king. Go sit at the table. Lecker Pancakes. Boah, ich hab jetzt Bock Pancakes zu machen. Aber die sind immer so aufwendig zu machen. Jetzt müssen wir hingehen, oder? Hinsetzen? Ja, genau. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. Dead number one.
Da gibt es auch Erdnussbutter. Steht links Peanut Butter. Typisch amerikanisch eben. Essen. Nö, wir gucken es nur an. Wir gucken es nur an. Ach ja, da ist immer ein Stück Butter oben drauf. Erdnussbutter, Pflanze. Lecker Pflanze. I guess nobody waters the plant here. Erdnussbutter. Ansehen. I'm glad that's creamy and not crunchy. Ja, mit Stückchen ist echt ekelhaft. Zeitung. Flash Snow, ein Freak Eclipse. Apocalypse soon. Ja, sieht schon so aus irgendwie. So, jetzt ess mal. Seeing you Ah. again, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar Ich to glaube, ich habe yours. zu lange He must be rumgetrödelt. Die ist happy. jetzt nicht mehr. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this. Und? I know, Joyce. I'm Er sorry. ist verunglückt. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Da kommen sie ja. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please, it's too early to start picking a fight. Eat instead. Keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Ui, Sure, dicke why don't you Luft. pee when you should back me up? Now, who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. I do need to get into David's computer. He's Oh got to be ja. hiding shit. Wahrscheinlich ist das Passwort geschützt, aber das Passwort finden wir bestimmt raus. No shit, it needs a password. How about Stiefdödel, okay. Right. Glaube ich eher nicht. More clues. Okay, wir brauchen mehr Hinweise. Wir gucken mal in den Schrank. Nothing to see here. Naja, das Corned Beef, genau, oder was das war. Was ist denn hier? Aha. Maybe I could try stepdad for the password. Stiefvater. Wieso sollte das als Passwort stimmen? Okay, ja, Bay. Das glaube ich nicht. Oder doch? Hä? Vorhängeschloss? Naturally, David would buy a heavy-duty military. I can even see the combination. Mhm. That might be Das used ist for es eher. passwords. 7171. Yep. Was ist hier noch? Das ist die Überwachungskamera, oder? Der Fernseher. Nothing in it. Also eher 7171. Was ist das? Waffenschrank? Vorhängeschloss? Ansehen? There's no way Chloe can put that gun back now. Schade. Was ist hier noch? Das kennen wir I schon. could try the license number for the Die password. Lizenznummer? Na, glaube nicht. Glaube nicht. Ich glaube 7171. Ist das?
Maybe this idea. Nee. Das ist ja nur der Black Belt Academy Ausweis. Wenn dann vielleicht irgendwas aus dem Krieg. Das hier zum Beispiel, wenn da irgendeine Nummer dabei wäre, dann vielleicht schon. Apropos, der hatte doch Dog Tags, oder? War da nicht irgendwo Dog Tags rumgelegen? Buch. Suchen. Ach nee, das war oben. Nach Hause zurückkehren. Ein Leitfaden für Veteranen. Naja, die Dog Tags war noch oben in seinem Schlafzimmer. Da können wir jetzt nicht drauf, das ist echt blöd. Hier ist noch eine Schublade. Hat man das schon? Ja, das hat man schon. Okay, wir versuchen jetzt mal einfach, vielleicht geht ja das 7171 oder irgendwas anderes. Ansonsten müssen wir vielleicht auch in das Schlafzimmer von ihm gehen. Wegen den Dog Tags, dass da irgendeine Nummer drauf ist. Na, mal schauen. 7171. Schade. Okay. Dann Armee, was ist hier? 63567. Was war das für eine Nummer? Keine Ahnung. Worst hacker ever. Was? Okay, wir müssen zurück. Was gibt's denn noch? Familie. Ja, Stiefvater geht eh nicht. Try again. No way, Max. You totally froze the laptop. Gehen wir ein bisschen etwas weiter zurück. Privat. Das hier. Wir müssen echt nach oben. Oder Armee haben wir schon. Familie, Stiefvater haben wir auch schon. Und privat haben wir auch schon. Such wrong. No way, Max. Wieso denn drei eigentlich? Waren jetzt nur zwei inkorrekte Eingaben? Ich gehe nochmal ganz zurück. Alles, was geht. Und zack und zack und nochmal eins weiter, zack und nochmal eins. So, jetzt ja. Okay, ja, wie gesagt, hier haben wir echt schon alles. Wir versuchen es entweder draußen oder oben bei den Dog Tags. Die Trophäe, die bringt uns nichts. Kassette. What? Obviously David's parents care about him. That date might be a good password. Naja, vielleicht. Was ist das? Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Just married. Hier vielleicht nur irgendwas. Nö, wenn man raus. Was ist das? Tasche? That's cute. Could be a to a real life hero. Ah, 607. Aufklärungseinheit. Jetzt haben wir es. Die Armee ist doch alles für ihn. Sonnenblende? Was ist das? Joyce might as well have wrote, let's get married. Lass uns heiraten. Es war eine Ehre, 7 Diner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentlemen gibt. Ich hoffe, bald wieder mit ihnen reden zu können. Nebenbei, mein Name ist Joyce, falls sie es vergessen haben sollten. That might be a useful password. Ein nützliches Passwort. Aha. Das ist natürlich cool, wenn er die erste Rechnung, also die erste Begegnung, wenn er die hat. Das ist natürlich super.
27.11.2008. Das könnte sein. Das könnte wirklich sein. Entweder die Armee mit der 607, aber das ist ein blödes Passwort. Wahrscheinlich eher irgendwas auf den Dogtags. Oder eben. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Oder eben diese erste Begegnung mit Joyce. Hat man das schon? Was ist das? Looks like David is Achso, reckless ja, a genau, lot. das hat man schon. What did he learn? So, ab zum Laptop. Nochmal die Armee ausprobieren. 607, aber es ist ein blödes Magic Passwort. 8-Ball says no. Nope. Privat. Nee, zurück. Familie. Yep. Ha! Score. Max the hacker Na, started. also. Whoa, spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Wieso interessiert es den? Instead of stalking Kate, David could have helped her. Oh, das ist echt freaky. Das ist ein Protokoll, was sie alles macht. Oh Gott. This is so wrong. Creepy bastard. Das ist sie und ihr Schedule, ihr Stundenplan. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Das I'd better ist tell Chloe heftig. about this now. It's just one more thing to make her sad and mad. Oh, gruselig. Da geht's raus. Das ja. Oh. Nice breakfast. David, you back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. Irgendjemand. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was black whale students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras, so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Natürlich für Chloe Partei ergreifen. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even hit your stepdaughter. I do respect your service, but you don't respect anybody. Chloe was doing drugs. That's Oh illegal. Gott. Was spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course, women always stick together. So ein Trottel. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David, paid for and in my name. You know the law, right? Hm. Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm out flying.